liegt da einfach so eine Münze random auf so einer Kante. Ah, nee, okay, wir sind oben. Anscheinend ist das jetzt nur eine riesige Halle hier oben, die unendlich weit hoch geht. Na dann. Muss ich was treffen, um das zu laden? Ja, leider. Okay. Hallo? Hier bin ich. Ich will keine Spielchen mehr. Sitzt du da? Mach schon! Komisch. Hallo? Ist sie tot und hat ist auch nur eine Vision? Oder Erscheinung? Sie ist tot? Oh. Dann bleibt uns ein Kampf erspart, ihr Glückspilze. Ich glaube nicht, dass sie tot ist. Was ist das für ein kranker Scheiß? Vielleicht ist sie unter all der Last ihrer Illusionen zusammengebrochen. Sass. Los geht's. Du weißt Bescheid. Ralf, was machst du denn? Cinta wartet. Könntest du dich mal beeilen und dein Ding machen, Ralf? Bedauere, Frey. Aber jetzt heißt es Abschied nehmen. Was? Das ist wahrscheinlich auch nur eine Illusion hier alles. Ich glaube, ich verstehe. Ach, tatsächlich. Das haben die Tantas gemeint. Oh, ich will, dass du es sagst. Bitte sag es. Sie haben überhaupt nicht mich gemeint. Sag es. Sag es. Du. Du bist der Dämon. Heisa! Na, endlich. Die Tantas fürchteten nicht dich, Frey, sondern das, was du in dir trugst. Und zwar mich! What? Und vielen Dank für deine Hilfe. Du hast mir zum Altar Pracht verholfen. Jene besiegt, die mich unterjochten und mir so erlaubt, endlich meiner Bestimmung zu folgen. Bestimmung? Vergeltung. Rache für ein unverzeihliches Verbrechen. Glaubst du wirklich, die Reddick wären davon gekrochen und verreckt, nach dem, was die Tantas mit ihnen machten? Oh nein, nein, nein. Ich bin der, der hier zuletzt lacht. Das Susurrus. Das Ende der Tantas, das Ende Ethias und auch das deine. Und jetzt sei ein braves Mädchen und stirb, damit ich ungestört Chaos stiften kann und so weiter und so weiter. Ja, du kannst nicht mehr zaubern. Meine Magie! Ja. Sie ist weg! Deine Magie? Das war sie nie. Ohne mich bist du ein Nichts. Lauf. Und ihre magischen Fähigkeiten kann sie nicht tun, außer weglaufen. Weiche den Angriffen des Dämons aus und suche nach einer Chance, so schnell wie möglich aus der Burg zu fliehen. Shit! Shit! Weinerlich und Tür zu. Selbstsüchtig. Ich kann nicht mehr dodgen. Du ein paar gute Taten nee. Machen dich zur Heldin. Oh, hast du gedacht, wir würden wirklich beste Kumpel? Ich hoffe, ich habe
Hilfe! Vertrauensprobleme nicht noch nervtötender gespalten. Halt dein Maul! Da muss ich hoch. Nun, das war ein Spaß. Aber ich will jetzt tun, wozu du nicht imstande warst und deinem Elend ein für alle Mal ein Ende bereiten. Ich muss von Susurrus. Flieh, Frey, vor dem Gesetz, vor jeglicher Verantwortung und vor dir selbst. Du ahnst ja gar nicht, wie qualvoll es war. Ach, jetzt kann ich durch die Tür. Gerade ging das nicht. Ich dachte, ich muss da irgendwie hochkommen. Ach, die scheiß Mücken, die der beschwört, ey. Hör, der Drache mag uns jetzt, oder was? Die Mutter will ihr Kind retten. Das ist unsere Mutter? Mutter? Heilige Scheiße! What? Aber warum hat die uns denn dann am Anfang fast gekillt? Das schon? Tut mir leid, eure Zeit ist jetzt um. Man muss sagen, damit hat man nicht gerechnet. Das muss man im Spiel lassen. Also, dass der Drache meine Mutter ist, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das muss man im Spiel lassen. Dass Ralf böse sein könnte, hätte man sich noch denken können. Steh auf, Tochter Sintas. Was? Was? Hier ist ganz schön viel Mana. Kann ich das mitnehmen? Moment. Bin gleich für euch da. Mana, Mana. Mana, Mana. Mana, Mana. Mana, Mana. Wo bin ich? Dies ist Zvagana, der Urquell. Die Ruhestatt für Ethias Wissen und Geschichte und die Seelen der verstorbenen Tantas. Es war Zeit für die Wahrheit. So ist es. Deshalb hat Sinta dich gesandt. Oh, Backe. Wahrheit.
Welche Wahrheit? Vor langer Zeit führte Aethir Krieg gegen die Reddik, die Einwohner eines unweit gelegenen Reiches. Wir gewannen. Doch es war ein wertloser Sieg. Okay. Schätze, sie meint die Auslöschung der Reddik. Und Raif hatte was damit zu tun. Der Krieg hinterließ viele hässliche Narben. Die Ressourcen wurden knapp. Ich erließ Gesetze, um den Schaden einzudämmen. Aber es war zwecklos. Jetzt lernen wir, dass die Tantas eigentlich gar nicht so... Wurde uns ja eh immer die ganze Zeit gesagt, dass die Tantas eigentlich nicht böse sind. Jede von uns wollte dieses Problem anders angehen. Obwohl wir eng miteinander vertraut waren, wuchs die Kluft zwischen uns. Ich suchte verzweifelt einen Weg, diese Kluft zu überbrücken. Nicht mal nach all dem Drama vertrugen sie sich. Echt traurig. Wir waren so mit uns selbst beschäftigt, dass wir den letzten Schlag der Reddik gegen uns nicht kommen sahen. Sie sandten ein böses Ungeheuer, eine Kreatur, unsagbar mächtig und absolut gnadenlos. Sussos, mühevoll banden wir das Böse. Doch dieser Kampf war nur der Anfang. Der Dämon lebte weiter, und zwar in uns. Verhöhnt uns, brachte den Wahn. Um seine Kräfte zu zerstreuen, gelobten wir, Abstand voneinander zu halten. Unser Verfall hinderte uns, unser Volk weiter zu beschützen. Wir wurden zu einer Gefahr. Er ist frei wegen mir. Was habe ich getan? Alles wird gut. Erinnerst du dich an diese Worte, Tochter Sintas? Alles wird gut. Du hast uns aufgehalten, bevor Aethir komplett zerstört wurde. Du hast nichts zu bereuen. Wir sind dir so dankbar für all deine Hilfe. Der Dämon vergiftete unseren Geist und unser Geist an das Land. Sussurus wird nicht ruhen, bis ganz Aethir in Schutt und Asche liegt. Nun ist er zurück mit einem neuen Ziel, Sipor, die letzte Bastion und Hoffnung in Aethir. Es liegt an dir, unser Volk zu beschützen. Niemand sonst kann sich der Aufgabe stellen. Das geht nicht. Tut mir leid, aber ich habe keine Kräfte. Es waren in Wahrheit seine. Ich habe wirklich kurz geglaubt, dass ich eine Heldin wäre. Und dass ich mich endlich wehren könnte. Aber nein. Jedes Mal, wenn ich versuche, das Richtige zu tun, wird mir der Boden unter den Füßen weggezogen. Ich dachte, vielleicht läuft es hier anders. Aber schaut mich an. Ich bin ein Nichts. Ich bin nicht eure letzte Hoffnung. Ich bin ein Niemand. Du kannst die Kraft, die in dir steckt, nicht sehen. Hä? Was soll das bitte heißen? Komm, mein Kind. Es gibt noch vieles zu lernen. Danach, vielleicht. Vielleicht erkennst du dann deinen Wert. Du bist aus New York. Deine Kraft sind Schusswaffen, Messer, Baseballschläger. Schlagring. Let's go. Und Drogen. Wäre so funny, wenn sie jetzt einfach so zwei AKs in die Hand kriegt. So ein Meme-Game auf einmal. Aber das wird nicht passieren. Jetzt hätte wenigstens seinen Umhang mal waschen können zwischendurch.
selbst in meiner schwersten Stunde, Alfrey, war mein Herz immer bei dir. 21 lange Jahre. Es wird Zeit, dass du die Wahrheit über den Fall Athias erfährst. Die Wahrheit über deine Geburt. Ich habe was geskippt, obwohl ich nicht skippen wollte. Danke, Spiel. Ist das etwa die Burg Jinnun? Oder bin ich noch in Svagana? Ohne Ralf kannst du Ralfs Radar nicht nutzen. Ach so. Wollte den Button trotzdem mal drücken. Ja, fährst jetzt die Wahrheit nicht. Wie skippt. Ich habe eine Textbox geskippt aus Versehen. Aber nur, weil ich die Textbox wegdrücken wollte und das Spiel dachte. Hier bin ich doch gelandet. Hier hat das Spiel doch angefangen. Oder? Ja, ne? Ja, hier hat das Spiel angefangen. Ja. Was zum Geier? Es ist wahr, Robian. Ich bin schwanger. Oh, Tanta Cinta. Das sind herrliche Neuigkeiten. Ich wusste, du würdest dich für mich freuen. Doch leider werden viele dieses Glück als einen Fehltritt meinerseits aussehen. Aber wer hat dich beschwängert? Kinder sind immer ein Glück und ein Segen, Tanta Cinta. Sie sind die Hoffnung, die Welten miteinander verbindet. Meine Ordi hat mir mehr Freude gebracht, als ich mir je erträumt habe. Danke, alter Freund. Ich habe sogar schon einen Namen gewählt. Alfrey. Das bedeutet Hoffnung. Und genau das wird sie sein. Ein Lichtstrahl für ganz Athia. Ein Kind zweier Welten. Die Hoffnung, die unsere Welt wieder einen kann. Möge euer Wunsch in Erfüllung gehen, Tanta Cinta. Möge eure Tochter ein goldenes Zeitalter einläuten. Sie hat sich gefreut. Sie wollte mich. Ja. So war es also wirklich? Okay, zeig mir den Weg. Musik ist so episch. Cinta hat zu tun. Hör sofort auf, sie zu stören. Ach, der Nervbolz. Genug, komm, meine Liebe. Sag Hallo, wenn du magst. Oh, hallo da drin. Ich freue mich darauf, dich kennenzulernen. Ach, das ist Orden. Okay. Das wirst du schon bald. Du wirst doch mit der Kleinen spielen, nicht wahr? Natürlich. Ich kann es kaum erwarten. Oh, Orden war ja niedlich. So friedlich habe ich Effie ja noch nie gesehen. Ah. Leitern, was sind Leitern? Springen? Nee. Ach, da hätte ich runtergekonnt. Kacke. Er hat uns der Drache auch zum ersten Mal angegriffen. New York, eine große Stadt in einer weit entfernten Welt. Dank der Macht der Turaner nur einen Augenblick entfernt, kann der Vater eures Kindes wirklich von so einem Ort stammen? Es war fantastisch, Robian.
Ganz anders als in Athia. Funkelnde Lichter, wohin man schaut, und so viele Menschen. So viel Chaos, aber auch so viel Schönheit. Solche Erfindungen habe ich noch nie gesehen. Unglaublich. Papa, das ist so lecker. Das, meine liebe Orden, ist... Ich kann fragen, hat sie einen Meckes-Burger mitgebracht? Meine Reise hat meine Entschlossenheit nur gefestigt. Athia muss das Neue begrüßen, sich weiterentwickeln. Nur so können wir stärker werden. Wir müssen diese Zeit der Missgunst und des Krieges endlich hinter uns lassen. Ich habe gesehen, welche Chancen so eine Welt bietet. Und mein Kind wird diese Welt real machen. Sie ist unsere Hoffnung. Das liebe meine liebe Tochter, ist ein Double Bacon Burger mit Pommes. Cinta ist also auf demselben Weg nach New York gereist wie ich nach Athia. Und ist dort meinem Dad begegnet. Wer zum Geier war er? Was ist denn unsere Mutter für eine Bitch, Alter? Geht nach New York, bumst da den erstbesten Mann, den sie trifft? Lässt sich schwängern? Was? Die kann ja nicht lange da gewesen sein. Eine Achso. Große Stadt in einer weit entfernten. Will man das nicht nochmal angucken? Komm ich denn da hin? Hier die Treppe wieder hoch oder was? Oder kann ich? Kann ich hier rüber? Ah, okay. Hier darf ich auf einmal springen. Hörst du das Lied, Alfrey? Dein Vater hat es mir einmal vorgespielt. Ich habe es gelernt, damit ich dir später vorsingen kann. In dieser Welt gibt es für dich so viel Schönes zu sehen und zu hören. Deinen Vater wirst du noch kennenlernen. Er ist ein Held und zwar in jeder Hinsicht. In einem guten Spiel wäre das jetzt... Never gonna give you up gewesen. Never gonna give you up. Du hast verdient, von deiner Tochter zu erfahren. Unsere kleine, kostbare Alfrey. Ich kann es kaum erwarten, dass ihr euch begegnet. Al. Mein Vater hieß Al. Hey, hat sie mich etwa nach ihm benannt? Was ist das? Mir wird so warm. Frey kann ihre Zauberkräfte wieder nutzen. Aber nur ihre. Ja, okay. Got it. Alfrey, meine Liebe, meine Hoffnung. In dir steckt große Macht. Du musst nur danach suchen. In mir? Aber wie? Ich war nie glücklicher als damals, als ich dich in meinem Leib trug. Und so voller Hoffnung. Ich wünschte, diese Zeit wäre niemals zu Ende gegangen. Als ob 9 Monate Schwangerschaft nicht schon lang genug sind. Das ist Visoria, oder? Was wird Miss Hinter als nächstes zeigen? Ja,
3 Stellen noch übrig. Oh, jetzt sind hier wieder Gegner. Du hast morgen frei, aber in die Schule musst du, oder was? Wegen Hausaufgaben? What the fuck? Abendschule hat gar keine Rücksichtnahme. Ach, kann das Radar ja nicht benutzen. Online-Abgabe. Internet ist scheiße, oder? Internet hat uns so viel Sorglosigkeit genommen. So. Viel Spaß im Block. Was ist das? Ein goldener Dämon? Sind es die Relic? Sind sie zurück? Lauft! Lauft um euer Leben! Nein! Susurrus? Das kann nicht sein. Wir müssen möglichst viele evakuieren. Sofort. Ich werde ihn ablenken. Verstanden. Ich bringe die Menschen in Sicherheit. Die Wunden des Krieges sind kaum verheilt. Sie dürfen nicht wieder aufreißen. Berichte deinen Herren den Relic-Dämon. Und wenn sie Ethia 1000-mal angreifen, wir werden es bis zum bitteren Ende verteidigen. Du wirst Visoria nicht länger besudeln. Diese armen Leute. Ich darf nicht rennen. Ah doch, darf ich. Ich bin nur dumm. Falsches Spiel wieder in den Fingern gehabt. Ich hab den Stick reingedrückt, aber hier ist Rennen ja Kreis. Das ist ein Foto. Komm. Warte, ich sammle erstmal das ganze Mana hier ein. Das lohnt sich nämlich gerade wirklich. Da ich ja eh gerade nur eine Magie habe, kann ich die nämlich dann da reinpumpen. Kriege ich wahrscheinlich gleich die restliche Magie auch noch, aber trotzdem. Ab durch die Linse. Das ist ein cooles Foto. Eins noch. Fertig. Susurrus. Der Dämon, den die erste Tanta bezwang. Aber wie? Wie konnte er sich nur befreien? Fest steht, dass er im Begriff ist, ein Massaker anzurichten. Wir müssen ihn unverzüglich wieder in Ketten legen. Ich fürchte, uns steht ein blutiger Kampf bevor. Ein Kind wird dabei womöglich nicht unversehrt bleiben. Ich werde mein Kind um jeden Preis beschützen. Und ich werde nicht zulassen, dass mein Volk zu Schaden kommt. Sinta, ich spreche zu dir nicht als Tanta, sondern von Mensch zu Mensch. Ich freue mich für dich, das tue ich wirklich. Darum versprich mir, bitte. Keine Angst, Olas. Ich werde mein Leben sicher nicht grundlos wegwerfen. Ich muss auch an mein Kind denken. Wow. Ich war ihr wirklich wichtig. Ich kann tatsächlich manchmal nicht rennen. War nicht dumm, okay. Rennen ist eine Zeit lang nämlich gesperrt nach der Cutscene. Halt, stopp! Da liegt ein Heiltrank. Oh, Gefahr. Oh. Oh. Hast dich kommen sehen, ey. Oh.
Gibt es hier noch was? Oh, tatsächlich. Nice. Ohne Radar hier rumzurennen, ist echt uff. Da merkt man mal, wie abhängig man davon wird im Spiel. Das sieht aus, als ob hier gleich irgendwie ein Kampf kommt. Kann ich irgendwelche Magie leveln gerade? Nee, ich muss richtig viel sparen für diese Magie hier. Noch 40 Mana. Ich glaube, das mache ich jetzt auch, weil diese Ultis zu leveln lohnt sich. Ich fürchte, Susurus wird diesen Ort ebenfalls zerstören. Was hier auch passiert, dank der Macht eurer Laternen wird sichergestellt, dass die Kinder weiter lernen können. Wenn wir fliehen, wohin es uns auch verschlägt, ich weiß, dass ihr die Flammen von Ephias Zukunft nicht erlöschen lasst. Tanta Olas, was werdet ihr uns heute beibringen? Vorerst muss der Unterricht leider entfallen. Folgt den Anweisungen eurer Lehrer und macht euch bereit für die Evakuierung. Na gut, aber nächstes Mal lernen wir dann umso mehr. Versprochen? Verlass dich darauf. Schließlich liegt die Zukunft Ethias in euren Händen. Ihr werdet unsere Hoffnungen am Leben halten. Schätze, Olas wollte Ethia auf ihre eigene Weise beschützen. Die Tantas waren gute Menschen, bis Susurus alles ruiniert. Und die Lampen haben anscheinend Monster weggehalten und nicht gespawnt. Als wir den Dämon banden. Indem wir die Bosheit des Dämons unter uns Vieren aufteilten, wollten wir ihn im Zaum halten. Doch leider kam es anders. Elfrey, du bist die Tochter einer Tanta. Du hast die Macht einer Tanta. Du musst sie nur freisetzen. Aber sie ist auch halb Mensch. Also halb New York-Mensch. Halbiert sich das dann nicht? Zeig uns deine Macht, Elfrey. Beweise deinen Wert. Tritt dein Erbe an. Gleich kommt ein Knaller. Nee, einfach nee. Gleich tut's richtig weh. Und jetzt? Dieses Licht. Oh, kriege ich jetzt die vierte Magie? Das ist die grüne Magie von der Olas. Ja. Blitze. Okay. Ah, da muss ich jetzt eigentlich was lernen schon, ne? So. Ich sagte doch, die Macht war die ganze Zeit in dir. Ich kann sie spüren.
Olas Magie. Hä? Das war aber gerade Buggy. Da stand noch, dass ich 100 Mana gehabt hätte. Ich dachte schon, boah geil, ich kann noch mehr Magie shoppen. Aber nee, konnte ich nicht. Muss jetzt noch seine Kräfte auf die vier Armreife verteilt waren, Gegner besiegen? War das Scheusal unter Kontrolle. Vorübergehend. Dank dir fand ich die Kraft, ihm länger Widerstand zu leisten als die anderen. Okay, jetzt sind wir in Avoalet. Wie geht's weiter? Bin immer weit weg gespawnt. Schätze, ich gehe da lang. Okay, mal sehen, was du mir zeigen willst. Ach, ohne Reif ist das so viel besser. Ich werde immer so viel gelabert. Die wir Susurrus angelegt haben, halten. Aber deshalb bat ich nicht um dieses Gespräch. Es geht mir um das Kind, das du austragen willst. Ein Kind, vergessen wir das nicht, dessen Vater aus einer anderen Welt stammt. Sinta, uns obliegt eine Pflicht. Gerade du solltest das doch am besten wissen. Unsere Pflicht gilt dem Volk. Und mein Kind wird dem Volk dienen. Es inspirieren, ihm Hoffnung geben. Athia muss sich fortentwickeln und dank ihr wird es das. Kaum zu glauben, dass mir jemals jemand so viel zugetraut hat. Oh, Fotolocation. Nett. Aber erstmal nehmen wir das ganze Mana mit, weil ich die ganzen Zauber jetzt noch lernen muss. Das wird genial so. So, ab nach Sipal. Ab zu den Kindern. Dürfte ich das jetzt? Dürfte ich zu den Kindern? Nein. Ich dürfte über die gesamte Overworld reisen anscheinend. Ich muss erstmal gucken, was das hier für Magie ist. Aufladen. Werfen, okay. Das hier? Macht AOE, wenn man es auflädt. Okay, und das hier? Auch aufgeladen. Okay. AOE. Das stellt ein Fake von mir hin. Damit heile ich mich.
Der macht um mich herum Damage. Okay. Wie kann es uns gelingen, Belette, dass der Friede in Ethia wiederhergestellt wird? Mit bewährten Mitteln, Tanta Croft? Vielleicht, aber einfach wird es nicht. Ich bewundere diesen Pragmatismus. Ich wünschte, Sinta wäre annähernd so besonnen. Sie träumt von anderen Welten und dem Wissen, das sie für uns bereithalten. Eine kühne Vision, die Gefahren für Ethia birgt. Die Idee ist verlockend. Aber die Bürde meiner Pflicht verbietet mir, solchen Fantasien nachzuhängen. Tanta Croft, wenn ihr erlaubt. Vielleicht gibt es einen Zeitpunkt für solche Fantasien. Ihr habt das Vertrauen eures Volkes mehr als verdient. Ihr habt uns immerhin gerettet, als die Reddick uns angriffen. Wenn ihr unser Schicksal einer anderen Welt anvertraut, werden wir nicht an euch zweifeln oder an der Zukunft, für die ihr kämpft. Weise Worte, wie immer, Belette. Das Land kann stolz auf euch sein. Es gibt keine größere Ehre, als zu wissen, dass mein Rat euch von Nutzen sein könnte. Das Volk hat die Tantas tatsächlich geliebt. Deshalb konnte es niemand glauben, als sie den Verstand verloren. Sie müssen gehofft haben, dieser Wahn, der sie befallen hat, würde wieder verschwinden. Jawohl.